Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode der Scrap Challenges. Heute mal wieder mit dem vollen Team Simon, Justcraft, Judy, Leon. Hi. Hallo. Hallo. Heute wird es wieder relativ voll. Und es wird, denke ich mal, sehr interessant. Zumindest für mich und für euch Zuschauer. Für die Jungs wird es vielleicht etwas komplizierter. Die Zuschauer sehen schon hier in der Leiste unten, worum es heute gehen könnte. Ich sag den Jungs erstmal so viel. Die Fahrzeuge werden relativ normal. Aber. In dem Sinne, ihr dürft Schubdüsen verwenden, ihr dürft Reifen verwenden, ihr dürft Motoren verwenden, ihr dürft alles verwenden, was ihr normal wollt, außer Explosives natürlich. Der einzige Clou ist, das Fahrzeug wird ferngesteuert. Was? Hä? Der Sitz. Wie soll das funktionieren? Der Sitz wird sich nicht auf dem Fahrzeug befinden. Wir werden gucken, irgendwo drumherum die Sitze anzubringen und dann die Fahrzeuge hier müsst ihr sie fernsteuern. Soll das gehen? So. Ich habe eine Idee. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier so ein kleines Demo-Fahrzeug. Ihr seht. Fahr das Fahrzeug. Nein, nicht anfassen. Nicht anfassen, bitte. Okay? Nix anfassen. Nein, Justcraft, gib Gas! So. Ihr seht, da ist kein Sitz drauf. Der Sitz nämlich befindet sich auf einer anderen Konstruktion, die ich hier vorbereitet habe. Hier. Ei. Das ist das Fahrzeug. Ich mich jetzt da reinsetze und WASD klicke, ich das Ding fahren. Wie ihr seht. Ich habe hier auch zum Beispiel so eine Stange hier auf der 3. Oder auch nicht. Ja, doch. Doch, hier auf der 2 den Knopf. So, 45 Minuten Bauzeit beginnen ab jetzt. Viel Erfolg und viel Spaß. Werde ich nicht haben. Kann man zwischendurch noch Fragen stellen, wenn man irgendwelche hat? Auf jeden Fall. Du kannst, das weiß ich nicht. Klar, auf jeden Fall. Nee, ist verboten. So. Etwas mehr Chaos. Damit habe ich auch absolut geplant. Also, mir war eh klar, dass das nicht von Anfang an funktionieren wird. Ich bin nur mal gespannt, ob die Leute wirklich jetzt hier mit diesen Sachen klarkommen werden. Ich habe es, denke ich, klar genug erklärt. Eine halbe Stunde lang jetzt. Und genau, hab auch alles überprüft, dass es bei jedem passt. Bin da mal gespannt, was sie daraus zaubern werden. Bin auch mal gespannt nachher beim Battle, also wenn die Lenkung funktioniert bei jedem, wie das Battle nachher aussehen wird, weil ich hab ein bisschen rumgetestet gehabt. Es macht schon einen Unterschied, ob man im Fahrzeug sitzt und mit dem herumfährt oder ob man das Fahrzeug herumfahren sieht. Das macht schon einen kleinen Unterschied. Es kann sein, dass allgemein das Battle etwas dynamischer wird dadurch. Zumindest hatte ich so das Gefühl, weil man dann eher noch von hinten auch sieht, wenn ein Angriff kommt. Naja. Sie haben natürlich auch etwas mehr Zeit, weil ne, das Ganze mal testen, versuchen, hin und her. Genau, Juli fängt hier erstmal an, Bautleiter baut einen Haufen Logikgatter hin. Man muss natürlich auch bedenken, jedes Mal, wenn man was testen will, dann muss man in dem Sinne wieder zum Sitz zurücklaufen und wieder zum Fahrzeug und wieder hin und her. Da geht ja auch nochmal, es sind zwar jedes Mal vielleicht nur ein, zwei Sekunden, aber immerhin. Das rechnet sich aber mit der Zeit. Sie haben sich zweimal geduckt. Ja, wie kann ich die Dinger drehen? Dass die nach oben schauen. Normal mit Q, wie du auch andere Sachen drehst. Stimmt. Wir spielen zu viele Spiele. Ich wusste nicht mehr, dass es cool ist. Und sonst mal davon abgesehen, was sind so deine Pläne? So wie immer halt. So wie immer, okay. Power. Und das ist ja jetzt aktuell noch sehr niedrig gebaut. Ich denke mal, dass ich das auch beibehalten werde. Okay. Also heißt, ich möchte auf den Kopf fahren. Ach so, okay. Wahrscheinlich. Ach so, dass genau die Höhe bleibt und dann könnte es umkippen und auch noch weiterfahren. Meinst du? Genau.
Genau, so, ja, jetzt du probieren musst, wir das musst, mal. Du musst vom. Genau, vom. Ach, das habe ich noch gar nicht. Und. Oh. Ja. Ja, gut, viel zu langsam. bitte einmal langsam. So. Und einmal so und einmal. Viel Gas gibt der jetzt nicht, wa? Die stehen ja auch auf halbe Stufe, ja. Ich hab die. Weißt du, wie niedrig ich die eigentlich hab? Elektromotoren. Ja! Ja, Elektromotoren haben irgendwie so. Also die erste Hälfte kann überhaupt nichts und danach. Ja. Was macht das? Das sieht irgendwie nicht so ganz gesund don't aus. Don't ask me, please. I don't know what I'm building. Ja. Naja, ich lass dich dann mal. Ich guck mal bei den anderen. Scheiße, ich bock mich da auf, wa? Das kann ja auch sein. Nein, das ist falsch. Ich will mich doch gar nicht aufbocken. Weil ich habe festgestellt. Mhm. Jetzt habe ich es noch höher gemacht. Ist egal, lass mal so. Ja, gut. Sehr gut. Mhm. Wieso steht es jetzt hier auf 0128? Hier ist ein Grinsegesicht. Cool. Guck mal, ja, hier, 0128. Ja. Ich dachte, das Ding kann nur 0 und 1. Das ist durchaus eine gute Frage. Jetzt steht die überhaupt auf 0. Ja, jetzt habe ich sie auch alle verbunden. Vielleicht so. Deshalb. Okay, vielleicht deshalb. Ja, das ist, wenn dann nichts verbunden ist, die Nummer der Farbe, keine Ahnung. Naja, also wie ich gesagt. Ich probiere mal weiter. Jo, ich lass dich da mal. Jo, bis dann. Jo. Ei, ei, Chef. Ei. Wie sieht's aus? Klappt es mit der Steuerung? Ich hoff's. Der Trick des Fahrzeugs. Ist ja bis jetzt sehr symmetrisch aufgebaut. Der Trick des Fahrzeugs ist ja, glaube ich, bekannt. Ich baue mal einen Leon. Also ein Würfel. Ja. Der Würfel soll dann auch auf den Kopf fahren können. Mhm. Und ein bisschen Schub haben. Aber ansonsten, ich setze da drauf, dass entweder Leon oder Juli zu doof sind und aus der Arena rausfahren. Ja. Ich sehe ja. Das wird bei einigen passieren, deswegen ich. Im Zweifelsfall ist es, glaube ich, heute Gold, wenn man einfach stehen bleibt. Das kann natürlich auch sein, ja. Ich sehe auch, dein Fahrzeug hast du prinzipiell. Also das Gerüst besteht aus. Stein, also relativ schwer. Ja, genau, das ist mir ein bisschen wichtig, dass das Ding auch wirklich auf dem Boden liegt. Okay. Wie ein Brett. Dass man es nicht mal eben so rausschnipsen kann. Genau. Mhm. Das hat man oft genug gehabt und solange das ja keiner gegen was dagegen hat, machen wir das auch so lang. Warum ich auch vorhin gefragt habe wegen den Pisten. Ja. Ich werde vermutlich auch einige etwas dickere Reifen nehmen können hier. Okay. Und wenn ich dickere Reifen nehme, heißt das ja auch im Grunde genommen, ich kann auf den Reifen liegen bleiben. Ach so, okay, ja. Und damit ich nicht auf den Reifen, also auf der Seite liegen bleibe, versuche ich dann halt irgendwie, dass ich mich da anstupsen kann. Man muss das Fahrzeug auch wirklich abbocken. Ja, ja. Dein Sitz auch, ja. Das ist weiterhin in dem Sinne wie immer. Rasenmäher! Ja. Dann, lass ich dich wieder. Wir hören uns später nochmal. Alles klar, bis später. Gut, bei Simon. Also Simon hat jetzt in dem Sinne, also der hat jetzt noch keine Anbaugeräte gebaut. Aber zumindest das Fahren funktioniert ja schon mal. Das heißt, das scheint aber verstanden zu sein. Gehen wir mal zu Leon. Mal sehen, ob der sich daraus ein Gedicht reimen kann. Funktioniert das schon mal? Hi. Du testest jetzt aktuell noch mit dem Fahren und so rum. Verstehen. Also Fahren und Lenken hast hingeschissen gekriegt. Ja, okay. Nur ich kapiere das mit dem Knöpfen noch nicht so ganz, aber das ist ein anderes Problem erstmal. Also ich kann es dir auch gerne nochmal erklären, das ist kein Thema. Also daran soll es nicht scheitern. Da ist aber was noch nicht ganz ja, das ist gerade erstmal egal. Es ging mir jetzt gerade nur darum, dass ich Lenkung habe. Okay. Und damit ich auch mal weiß, dass alles funktioniert, steht das Testfahrzeug hier. Nur ein bisschen aufgebockt. Okay. Ja, genau, das ist nicht abhaut. Genau. Aber trotzdem noch Geräusch von Skippen und alles. Ja. Ja, okay. Aber ganz vorsichtig mit einem Elektromotor auch. Ja, erstmal. Mhm. Ich bin ja. Man muss ja auch mal was Grünes für die Umwelt tun, ne? Ja, genau.
Hast du irgendwelche Pläne, was du bauen willst, wenn alles nach Plan läuft? Okay. Ich hatte eben schon ein Fahrzeug, wo ich Kolben verwenden wollte, nur es hat halt nichts gebracht. Ach so. Weil ich habe keine Ahnung gehabt, wie die Knöpfe funktionieren. Dann habe ich irgendwas Dämmiges angefangen zu bauen. Das habe ich wieder gelöscht. Okay. Jo. Okay, gut. Dann lasse ich dich wieder. Das wird lustig. Und guck mal bei den anderen vorbei. Du hast noch, es sind noch 23 Minuten. Nur noch 23? Ich hoffe, ich habe dich gerade nicht schockiert mit den 21 Minuten. Nee, ich bin okay, recht gut. Ich bin gerade noch am überlegen, Sachen zu bauen, aber ich brauche einmal Hilfe. Ja, auf und jeden zwar, Fall. Ja. Also, ich kann ihn jetzt einmal kurz von der Hebebühne nehmen. Mhm. Also, mein Ziel ist es halt natürlich wieder die Spinnenärmchen, wie Juli sagt. Ein bisschen Schubdüsen, das wird gleich alles noch ein bisschen schwerer gemacht. Und die Frage ist jetzt. Mein Problem ist es nur, dass die Knöpfe irgendwie nicht funktionieren. Also, ich habe den gerade mal getestet. Die Knöpfe sind bei dir auf dem Sitz, die sind nicht auf dem Fahrzeug. Du gehst von deinem Router jetzt hier, der kackbraune ist es jetzt? Ne, der schwarze, okay. Von deinem schwarzen Router gehst du jetzt auf deinen Zahlenblock, die hier noch nicht drauf sind. Jetzt hat der Motor komischerweise keinen Block mehr. Ach stimmt, der ist ja aus, wenn ich alles runterdrehe. Ja gut. So. Aus ist auch eine Geschwindigkeit. Ja. Ich weiß nicht, ob das von der Geschwindigkeit sogar schon reicht. Ich habe noch die Schubdüsen für den Notfall. Mhm. So, jetzt. Ah. Genau. Ja, du musst auch bei der Richtung der Verbindung musst du aufpassen. Du musst vom Router ausgehen auf dein... Huch. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Was war's? Schwarz, oder? Welcher Router? Ich muss gerne gucken. Router für die Knöpfe, der war einfach schwarz, oder? Genau, ja. Okay. Ja. So. Ja, genau. Du musst hier achten. Also vom Router aus musst du auf deinen Knopf gehen. Ja, dann war das wahrscheinlich der Fehler. Ja, Judy, dann haben sich meine Fragen geklärt. Aber es ist echt kompliziert. Also ohne den Sitz könnte ich jetzt damit auch nicht klarkommen. So, Timer ist 3, 2, 1. Stopp. Timer ist zu Ende. So, wenn ihr eure Plattform habt, dann könnt ihr eure Sitze schon mal drauf setzen. Und vielleicht irgendwie kann das Ding runterschmeißen. Und vielleicht noch irgendwie einen Weg suchen, wie man wieder auf den Sitz kommt später. Können wir übergehen zu den Fahrzeugpräsentationen? Wer möchte anfangen? Ja, natürlich. Ich mach freiwillig. Jessica fängt freiwillig an. Gut. Dann gehe in. Na gut. Das ist hier hinten deine Ecke. In deine Ecke und spawne dein Fahrzeug in die Ecke hin. Mit dir. So. Oh Gott. Oh Gott, der Himmel. Achso, nee, vielleicht sollte ich das aufgepackt lassen. So. Hauptsache Badewanne und Spinnenärmchen. Mehr verrate ich nicht. Das ist schon wieder die Spinne, ey. Alter, ich werd Banane. So. Was sind das hier für Schwarze? Der wundervolle Name ist übrigens Rolling Badewanne. Rolling Badewanne, sehr schön. Jo. Rolling Stones, gut. Ey. Dann kann man währenddessen hier ein Bad nehmen. Wait. Falls irgendwer ausschaltet, kann er gerne hier mal drauf. So, als nächstes kann Juli. Darf Juli sein Fahrzeug vorstellen? Nee. Das ist ein Sitz. Ja, Juli wollte auch nochmal seinen Sitz zeigen, der war so schön. Oh so. Gott, ach du heilige Scheiße. Sogar richtig rum, ja. Oh, Scheiße. Auch mit Sitzen. Moment. Aber natürlich, das ist absolut regelkonform. Die Sitze sind nicht weiter verbunden mit irgendwelchen Funktionalitäten. Ich habe gerade was abgebaut, deshalb muss ich kurz nochmal platzieren. Okay. So, das ist Judys Fahrzeug. Schön hässlich. Willst du was dazu sagen? Es fährt. Sehr gut, wie immer. Wow. Dann gehen wir rüber in Simons Ecke. Oioioi. Junge, die Reifen sind so groß wie ich. Ach, dann geh mal schön weg. Ich wollte es gleich richtig platzieren. Ich glaube, ich weiß, wo vorne ist es. Wo ist vorne? Ja, gut. So, ja, deswegen meinte ich ja, ihr müsst wissen, wo vorne ist. Das ist mein großes Problem gewesen. Ich habe auch vorne mir damit beeinflusst, ich habe einfach die Räder irgendwie eingestellt und dann habe ich mal Gas gegeben und dann war das vorne. Okay, sehr schön. Gut. Experte. Und dann also ist die nächste Frage, wo ist oben, wo ist unten?
Ah, ja, gut. Okay, ja, macht gut. Sinn. Okay. Sehr schön. Dann als letzter. Ich nenne es übrigens italienischer ja. Rasenmäher. Das Geräusch würde danach feststellen, warum. Gut. Der italienische Rasenmäher. Leon kommt. Ich habe mein Auto angefahren. So. Wow. Sehr schön. Ah, ja. Das ist Leons Fahrzeug. Oh! Ey, guck mal an, da ist das Demo-Fahrzeug wieder. Nee, tatsächlich nicht. Nee, die Plattform ist ein bisschen kleiner. Nicht wirklich. Das ist so. Der nicht fertige Traktor. Der nicht fertige Traktor, ja. Leon hatte noch ein bisschen eine härtere Zeit, um die Knöpfe rauszufinden, aber am Ende hat er es rausgefunden, aber ich glaube, zeittechnisch war es. Genau. Aber sonst, ja. Das ist Leons Fahrzeug. Und das mache ich mit vorn hinten. Mhm. Dann würde ich sagen, darf jeder auf seine Plätze noch einmal ganz kurz gucken. In die Ecke fahren. So, ja, Leons Fahrzeug funktioniert noch, Simons Fahrzeug funktioniert noch, Julis Fahrzeug funktioniert auch noch und JustCraft. Jo. Das funktioniert auch noch. Wunderschön, Alter. Gut. Dann mache ich mir jetzt einen Zettel, weil 4 Leute kann ich mir nicht im Kopf merken. Ihr habt wie immer 3 Probleme. Leben. 3 Leben. Raus seid ihr, wenn ihr den Boden außerhalb der Arena berührt und nicht mehr in der Arena. Und ansonsten würde ich sagen, geht das erste Battle dann los in 3, 2, 1. Viel Spaß! Hui! Ja. Es wird noch ein bisschen rumgetastet, aber. Nein, ich sehe nichts, ich brauche ein Fernglas. Leon ist rausgesprungen, das war sein erstes Leben. Du bist hinten im Wald. So, sehr schön. Hey, was macht denn der Taster nochmal? Juli kennt sein Passwort wieder nicht. So. Leon. Okay. Stimmt, das habe ich ja auch noch eingebaut. So. Ja. So, dann würde ich sagen, das nächste Battle geht los in 3, 2, 1. Nö. Ja. Wenn Judy stoppt, macht er fast einen Flip nach vorne. Ja, schnauze jetzt. So. Oh, Leon gibt Gas und oh, das war noch in der Arena. Ja schön. Oh, Simon, nicht wegfahren. Simon und Judy haben ja sogar. Ne, Judy hat sogar vor Licht vorne und hinten. Ja, stimmt, das hab ich ja auch noch. Ja. Oh, Leute, verpisst euch. Leon ist nah am Rand. Alter, der Engel passt halt gar nicht, Mann. Ich sehe nicht, wie weit ich am. Alter! Backt bei euch mein Fahrzeug auch? Nein. Weiß nicht, wo du bist. Alter, ich bin gerade nur mit 3 Reifen gefahren. Okay. Gas gibt er, aber. Hallo. Alle 4 auf einem Haufen. Ey, Leute. Weg da jetzt. Ja? So. Ich bin vergeilt. Also diesen Fahrzeugklumpen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat die Power hier? Sind dort, ich seh nix. Der Steg ist im Weg. Da ist jetzt natürlich die Frage, natürlich zum Beispiel Leon, der sieht ganz schlecht, wo er überhaupt dran ist. Ne, ich seh's. Pressen. Oder nicht? Ja. Warte, wo bin ich? Ja. Hallo. Ja. Ich lenke falsch rum. Jetzt weiß ich, warum. Ja, sehr gut. So, oh, da wird geschoben. Simon! Ja, aber. Wer ist Simon? Sitzt auf mir? Juli sitzt auf Simon. Simon, was ist los? Ja, toll. Was kann ich da machen? Oh, Mann. Leute. Geh da runter! Jetzt! Judy ist wieder runter und hier JustCraft und Leon, die geben sich immer noch das Battle hier. Ich glaube, ich muss gleich, bevor wir das nächste Mal machen, reconnecten. Mein Fahrzeug backt komplett rum. Okay. Simons Fahrzeug backt bei mir rum, wie sonst was. Bei mir nix. Nee, das bei mir backt da überhaupt nichts rum. Ich würde mal gerne mich wieder von Leon entkeilen. Ich auch. Ich sehe leider nichts! Ich weiß gar nicht. What the fuck, Nico, Alter, das musst du dir angucken. Okay. What the fuck, was passiert also bei hier? Bei mir ist dein Fahrzeug raus da. Normal, Alter. Yes.
Raus da! Also, oh, Leon? Ja? Leon, ich seh nix! Ich seh nix! Das ist fake! Das ist fake! Ich hab keine Kontrolle mehr. Alter, jetzt packt Simons Fahrzeug richtig rum. Ja. Oh. Ich seh nix. Leon, ja? Oh, Leon hat gesehen, dass er Gas geben muss. Sehr gut. Raus da jetzt. Und jetzt wird geschoben! Juli schiebt schon! Ja, Leon ist raus. Gut. Komm schon. Ja, war scheiße. Warte, wir sind. Ich glaube, das Problem ist, sie sind die ganze Zeit verkalkt gewesen, kann das sein? Ja, das ist. Das werde ich hier. So, dann würde ich sagen. Es geht los in 3, 2, 1. Luca, du siehst deinem Ende entgegen. Oh. Nee. Juli versucht Angriff zu machen, aber verfehlt. Alter, der fährt einfach weg! Der fährt einfach weg! Der fährt einfach weg! Oh! Oh! Haben wir wieder einen großen Fahrzeugklumpen, wie vorhin auch? Ja. Ich hab ihn aber raus. Null! Simon ist bei mir gerade voll gesprungen. Luca, Luca wird gerade gesendet. Alter, ich seh nichts mehr! Juli! Ich kann mein Fahrzeug nicht mehr steuern! Juli hüpft so ein bisschen, wenn er Gas gibt. Lol, ich hab meine Dinger! Ich hab meine Dinger ausgemacht! So, Leon kommt zum Rand hin und Leon ist raus! Jetzt wollte ich gerade einen Angriff auf Luca fahren! Kann ich ganz kurz mal meinen Kopf da setzen? Ja, gut, also. Ich bleib jetzt hier oben. Es hat im Resultat nichts geändert. Leon ist raus. Das erste Battle ohne Leon. Hey, wir können doch dieses versuchen, mal den Nikos Fliegeroboter da mal, den man benutzt hat, mal auf die Steuerung umzubauen. Ja, viel Spaß. Ein geiles Moderationsfahrzeug. Viel Spaß zum Ausbalancieren. So, dann würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1. Luca, du siehst immer noch dein Ende entgegen, wa? Oh Gott! Juli ist erstmal umgezogen in die andere Ecke. Oh, er greift an, aber da kam ein Konter. Er greift an. Ich seh nix! Ich auch nicht. Ja, also alle genau am Rand, aber noch ist keiner raus. Alter, wie das lenkt. Nee, ich hab 3 ausgemacht! Oh nein. Die sind alle, die werden alle, also Simon drückt die 3 gegen den Rand, aber Juli. Ich hab einen anderen Nachteil. Ich hab mich gerade irgendwie hochgebockt um 180 Grad gedreht. Jetzt muss ich rückwärts fahren. So, und Juli ist. Der berührt Juli, den Boden eigentlich nicht mehr. Weg mit dir. Der berührt den Boden nicht mehr, er ist raus. Oh. Juli, du siehst dein Ende gehen. So, ich fahr jetzt mal bei Julis Fahrzeug mit. Ich kann ja notfalls deine Perspektive nehmen, wenn es nicht geht. Tub dann als Ersatz für dich. Und dann würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1, Hub. Geht mir alle aus dem Weg. Mhm. Ich weiß aber nicht, was mein Fahrzeug gerade für Blödsinn. Oh, Angriff. Angriff und raus. Boah, und raus. Das war kurzer Prozess hier, ey. Ich hab noch nicht mal meine Schubdüsen verwendet. Ich hab mit meinen Schubdüsen, aber ich glaube, ich habe die in die falsche Richtung gesteuert. Also das. Die falsche Richtung. Ich weiß ganz genau, wo mein Fahrzeug vorne hat. Ja, yeah, also mit der Ansage würde ich sagen, geht's jetzt los in 3, 2, 1, Hup! Ja. Vorsichtiger. Hey, warum? Ich, mein Auto bewegt sich nicht. Vorsichtiges Das fährt die ganze Zeit. Ja, weil die Räder nach innen gedreht sind irgendwie. Mhm. Fährst gerade seitwärts nur. Oh Gott, hä? Oh. Ja. Nächster Angriff auch von Juli. Meine Räder machen aber auch Blödsinn hier. Was ist los? Hallo, Hunde! Oh Gott. Juli, und hopp! Und hopp! Juli und will mich. Hopp! Juli will wieder auf Simon drauf. Oh nee, warte mal. Ja. Da besteigt hier wen, ey. Ui. Mhm. So, und Juli versucht. Ist aber umgekippt. Ja, jetzt wird ein bisschen im Kreis gedreht. Oh Gott! Ja. Kann sein, dass sie ineinander verkeilt sind. Von, oh,
Oh. Nein, was macht denn dieses Auto? Was? Oh, oh, Juli hat, ja, nein, oh, das war knapp. What the fuck? Juli, fliegt uns, oh, das war... Er war noch drin, er ist noch drin, das war, ist ja, noch drin das war knapp. Was war denn, ich hab mein Fahrzeug gemacht, mein Fahrzeug ist kurz in die Arena, durch die Arena geflogen. Ja. Oh, ich bin schon wieder aufgestanden. Oh, ja. Oh, ich komme hier nicht mehr raus. Angriff. Und Angriff raus. Aus. Da hat Juli die Chance gesehen. Simon hat noch 3 Leben, Juli hat noch 2, Jaskar hat nur noch 1. Yes. Juli, Gentleman's Agreement, okay? Ja. So. Nein. Dann würde ich schauen, sagen. Ey, Moment mal kurz. Ey, Leon, fahr da weg. 2. Ja, genau, bitte nicht die Sitze der anderen verschieben oder so. 3, 2. 1. Hooligan! Hooligan! Los! Es ist so verwirrend, wenn das Auto losfährt, du bewegst dich aber nicht. Ja, genau, das war ja der Gedanke dahinter. So. Simon, warum Juli will mein Auto eigentlich nicht mal besteigen, ey? Juli besteigt alles und jeden, ey. Ja. Hilfe. Ja, nein, nein. Jetzt habt ihr mir doch Rede gemacht. Simon, wir sollen nicht tanzen. Oh, oh. Ich steig mal aus. Nein, nein, ich bin die Bahn von eigentlich. Oh, oh. Nein, 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 nein. Na toll. Ja, jetzt. Jetzt wird Luca natürlich gerade gegen den Pfosten gedrückt. Oh. Ich bin jetzt einmal durch drüber gefahren. Ja, Juli ist raus. Hä? Nach aktuellem Plan haben Juli und Jasko haben jeweils noch ein Leben und Simon hat noch alle 3. Nur wollte ich nur mal so gedacht haben. Also. Nur mal so als Tipp. Ich glaube, das Problem da hinten in der Ecke sollte behoben werden. Das 3 Leben habe ich nicht. Ausfahren. Ich schaue es gegen die beiden, habe ich halt auch kaum. Das Problem hinten in der Ecke. Ja, okay. Ja, just grab mich. Juli, der auf dem Stecken sitzt. Dann würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1. Ich muss mir gerade so eine Frage stellen. Man nehme an, dass jetzt irgendjemand es schafft, so hoch zu jumpen, dass er Juli aus seiner Hütte rausholt. Das geht gar nicht, ich hab einen Rahmen außenrum. Ja und? So, oh. Oh, oh, oh. Ja, das ist ja knapp. Du bist so ein hinterlistiges Stück, ey, ohne Witz. Was denn? So, ja. Du bist ein hinterlistiges Stück. Ja, oh, oh. Juli. Juli ist aufgebockt auf dem Rahmen. Und wird rausgerückt. Nein! Damit ist Juli raus. Okay. Finale auf der Seite. Und sogar Matchball in dem Sinne für Simon. Er hat noch alle 3 Leben und JustCraft hat nur noch 1. Mal sehen, wie das ausgehen wird. Es geht los in 3, 2, 1. Au. Und bei Simon wird sich, dass sich erst die Reifen dann in die Mitte des Felds teleportieren. So, ganz vorsichtig wird sich rangetastet. Und... Als ob wir beide genau gleich stark seid. Ja, es hat sich im Kreis gedreht. Mensch! Ihr sollt ja keine Tanz. Als ob ihr gleich stark seid. Ihr sollt ja keine Tanzeinlage machen. Ah, so, jetzt, oh, jetzt. Und ab, oh, und. Ja. Da. Mach ihn, er macht ihn! Ey, ich hab mich aus der Arena rausgelegt. Ja, du bist. Das ist die erste Leon'sche Konstruktion, die funktioniert hat. Sag ich doch. Da ist Lukas gerade mit voll Karacho aus der Arena rausgefahren. Und damit gewinnt Simon ganz klar mit seinen 3 Leben. Gewinnt Simon diese Folge der ferngesteuerten Fahrzeugen. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht zuzugucken, muss ich sagen. Es wird garantiert noch öfters mal vorkommen, dass was ferngesteuertes auf euch zukommt. Oh Gott. Und dann würde ich sagen, war es das dann auch für diese Folge. Die Aufnahme geht schon 2 Stunden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hin. Tschüss. Bis dahin, ich warte aufs Boom.
Kabum! Tschüss! Oi, 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 oi. Tschüss.